Ich habe Level 1000 erreicht und werde euch nun meine geheime Strategie zeigen, wie ihr auch Level 1000 werden könnt. Und glaubt mir, Leute, es ist komplett einfach gewesen. Heute zeige ich euch meine komplette Strategie, von Level 0 bis zu Level 1000 gekommen bin. Auf jeden Fall ist das eine einfache Strategie und jeder sollte die wissen, meiner Meinung nach. Also, ihr seid auf dem richtigen Video gestoßen, falls ihr wissen wollt, wie ihr sehr schnell ableveln wollt. Das hier ist die Map, mit der ich das alles mache. Wie ihr seht, nur ein Spieler ist auf dieser Karte, was das bedeutet, dass sie XP anhat und gleichzeitig richtig wenig Spieler. Das ist gleich sehr, sehr viel XP für euch, okay? Und das habe ich eigentlich in der ganzen Season gemacht. Ich habe immer diese eine Karte ausgenutzt und ich werde euch den XP gleich zeigen oder die XP-Methode, wie man hier richtig viel XP kriegt. Alles, was ihr machen solltet, ist wahrscheinlich erstmal Favorite machen, denn wenn ihr das einfach nur einmal macht, dann kriegt ihr nicht Level 300. Wer das denkt, der hat keine Ahnung von Fortnite. Aber was ihr machen solltet, ist das auf Favoriten machen. Und wenn ihr das auf Favorit macht, dann werdet ihr diese Karte immer und immer wieder benutzen können, wenn ihr Bock habt. Ich benutze das jeden Tag und dadurch bekomme ich auch so viele Level. Ihr könnt es tatsächlich auch hintereinander benutzen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt einmal diesen XP-Glitch machen und dann einfach danach direkt nochmal. Das wird euch auch nochmal ein bisschen gutes XP kriegen. Ihr müsst halt immer bis zum XP-Limit kommen, okay? Das XP-Limit ist... Es kommt darauf an, auf euer Level, aber für mich ist es zurzeit 400.000 XP. Das heißt, ich kann mit Kreativmaps 400.000 XP bekommen. Und wenn ich 400.000 XP erreicht habe, kann ich nicht mehr XP kriegen mit XP-Maps. Und diese Karte hat sich bewiesen, dass sie die beste Karte ist, die diesen XP-Cap bis zum Maximum bringen kann. Es ist nicht immer so, heißt manchmal ist es immer noch so, dass ich nicht 400.000 XP bekomme und ich erstmal irgendwie so 300.000 bekomme und dann erst 100.000 und dann habe ich erst den XP-Cap fertig, aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Dies ist trotzdem die beste Map. Alles, was ihr machen müsst, ist jetzt erstmal auf Starten drücken und ich gehe jetzt einfach komplett da durch, wie ihr das auch machen könnt und so weiter und so fort. Jetzt wisst ihr ja schon meine Strategie, sozusagen solltet ihr einfach nur hier drauf drücken auf Favorite und Recommend könnt ihr auch machen, weil das einfach ziemlich cool ist. Drückt auf jeden Fall auf Favorite, wenn ihr das macht, dann könnt ihr die immer wieder spielen und immer wieder diesen XP-Glitch machen. Der wird nie gepatcht, er wurde einfach seit 3 Monaten, haben die noch nie ein Update auf dieser Karte gemacht, was für mich einfach ziemlich krass ist. Okay, jetzt erstmal, ich hole mir immer so richtig viele Grappler und eine Waffe halt einfach. Und wenn ihr das auch macht, können wir direkt anfangen und erstmal müsst ihr, also ihr könnt erstmal diese Münzen einsammeln, was ich aber meistens nicht mache, weil sie nicht so viel XP geben. Die geben nur so 1000, was auch okay ist eigentlich. Ich glaube, dieser Knopf gibt auch ein bisschen, aber auch nicht so viel. Ja, nur 700. Das sind aber so ein paar Wege, die ihr auch machen könnt. Wie ihr seht, kriegt ihr ein bisschen XP dadurch, aber nichts Besonderes. Jetzt springt ihr einmal runter und um jetzt alles einzusammeln, übrigens, hier sind nochmal so richtig viele von diesen Münzen auch. Könnt ihr auch alle einsammeln. Ich mache mal die Game-Audio ein bisschen runter, ein bisschen zu laut. Aber was ihr jetzt machen müsst, ist erstmal hier hoch gucken, da drauf schießen. Und jetzt werdet ihr diesen Countdown sehen. Ihr drückt jetzt einmal auf diesen Knopf und ihr wartet jetzt noch nicht diesen Countdown. Erstmal drückt ihr auf Exit und jetzt springt ihr einmal runter. Und wenn ihr jetzt runterspringt, geht ihr jetzt zu diesem Spot hier. Benutzt einfach die Grappler, die ihr davor genommen habt und geht direkt hier hin. Jetzt baut ihr einmal ihr baut jetzt 2 Rampen hoch, dann 2 Boden, dann 2 Rampen, dann 2 Boden, dann 1 Rampe. Jetzt drückt ihr auf diesen Knopf. Jetzt schießt ihr hier oben wieder drauf. Jetzt drückt ihr auf Exit. Das ist einfach der schnellste Weg. Ich zeige euch, wie ich das immer speedrun. Jetzt springt ihr hier oben drauf. Ihr macht einen Tanz. Boom. Und jetzt springt ihr einmal runter. Und was ihr jetzt machen könnt, ist einmal den AFK-Glitch aktivieren. Der AFK-Glitch ist ziemlich einfach. Er funktioniert nicht immer, was ich gemerkt habe. Aber dafür müsst ihr in diese Ecke gehen. Und ich probiere es einfach mal trotzdem aus. Vielleicht geht es ja diesmal. Also gehe ich da einfach mal hin. Und jetzt, wenn ihr hier seid, geht ihr einmal zu 3. Boden zur linken Seite. Macht einen Tanz. Seid ihr hin teleportiert. Geht jetzt einmal ganz bis zum Ende. Und okay, es gibt mir einfach gar keine XP, was ziemlich enttäuschend ist. Nicht mal die Münzen geben mir XP, das ist ziemlich nervig. Aber für euch kriegt ihr vielleicht XP. Obwohl doch, ich krieg XP, wie ihr seht. Ja, guck mal, ich krieg tatsächlich XP davon, was ziemlich cool ist. Okay, sagen wir mal, ihr habt das jetzt gemacht. Jetzt geht ihr einmal wieder zu dieser Karte hin. Also wirklich, dieses Ding, dass ihr hier XP kriegt, ist so selten, ist mir so selten passiert. Also geht jetzt einmal dreimal nach links. Okay, also ihr geht dreimal nach links, 3 Wände,
springt hier hoch, drückt da drauf, das gibt euch nochmal extra XP, jetzt drückt ihr auf Exit. Und jetzt an eurer Stelle würde ich einfach alle Münzen einsammeln. Also ich mache das einfach mal schnell, bis dieser Countdown fertig ist. Den müsst ihr warten für die nächsten Glitches. Also ich werde jetzt einfach mal die ganzen Münzen einsammeln. Ich mache jetzt einfach mal eine Timelapse. Okay, falls ihr das jetzt fertig habt, könnt ihr hier drauf schießen. Und ihr könnt jetzt einfach AFK gehen. Übrigens, ihr müsst diese ganzen Münzen nicht einsammeln. Ihr könntet auch einfach irgendwie YouTube gucken und diesen Countdown warten. Das mache ich eigentlich meistens. Und ich warte jetzt einfach mal diesen Countdown und gucke ein bisschen YouTube im Hintergrund, damit ich euch diesen Glitch weiterhin zeigen kann. Okay Leute, ich habe jetzt fertig gewartet. Das heißt, was ihr jetzt als letztes noch machen müsst, ist einmal hier hochgucken, springen und E drücken. Und jetzt drückt ihr einmal E auf diesen Knopf. Und wie ihr seht, werdet ihr dadurch auch nochmal richtig viel XP kriegen. Also das ist jetzt der erste XP-Glitch, oder kann man so nicht wirklich sagen, weil ich schon 50.000 XP hatte. Aber dieser XP-Glitch wird euch bestimmt schon mal zu 100.000 XP bringen. Jetzt werde ich mal neue Grappler holen. Boah, laggt das gerade. Okay, what the hell. Okay, auf jeden Fall, was ihr machen müsst als nächstes, wenn ihr jetzt schon mal den ersten Glitch fertig habt, ist einmal zu diesem Auto gehen. Okay, ich gehe da jetzt einmal ganz schnell hin. Jetzt geht ihr in dieses Auto, geht jetzt einfach mal genau hier hin, jetzt drückt ihr E und jetzt geht ihr in die Mitte von dieser Zone und drückt E auf diesen Knopf. Jetzt geht ihr einfach mal wieder runter und wie ihr seht, kriegt ihr einfach so viel XP dadurch, okay, jetzt geht ihr einmal hier hoch, geht ihr einfach mal da oben hin, jetzt drückt ihr E auf diesen Knopf. Und hier wird es 3 weitere Glitches geben. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt Glitches nenne. Es sind nicht wirklich Glitches, es sind halt einfach nur XP-Dinger in dieser Karte. Aber hier wird der erste sein. Drückt einfach mal E drauf. Jetzt gehe ich direkt wieder zurück. Jetzt geht ihr zu diesem Leuchtturm und drückt E auf diesen Knopf. Und das wird euch auch nochmal viel mehr XP kriegen. Ich habe jetzt 200.000 erreicht. Jetzt geht ihr einfach nochmal zurück zu diesem... Nächstes, Leute, wenn ihr jetzt wieder hier seid, geht jetzt einmal hier hin und jetzt sollte hier irgendwo auch ein Knopf sein. Hier, ja okay, drückt E auf diesen Knopf. Und wenn ihr jetzt einmal darauf auch noch E drückt, wie ihr seht, bin ich schon bei 230.000 oder so, oder nee, 224.000. Ich hole mir nochmal neue Grappler. Das muss man irgendwie immer bei dieser Karte machen, was ziemlich nervig ist, aber es lohnt sich. Okay, als nächstes, Leute, springt nochmal runter. Und als nächstes müssen wir zu diesem Dingsbums gehen. Also geht einfach mal dorthin mit dem Grappler. Jetzt benutzt ihr eure Waffe und schießt hier oben mal hin. Jetzt wird es diese Waffe droppen. Sammelt die einfach mal ein. Wenn ihr die jetzt eingesammelt habt, geht ihr jetzt einfach bis zu dieser Ecke, okay? Okay, Leute, wenn ihr jetzt in dieser Ecke seid, geht ihr jetzt einmal ganz bis nach oben. Jetzt baut ihr einen Boden hier hin. Und jetzt müsst ihr einmal das hier einmal aufeditieren. Jetzt verwandelt ihr euch in dieses Ding, springt hier runter. Und jetzt werdet ihr in diesem Raum sein. Wechselt nicht eure Waffe. Jetzt müsst ihr hier durchspringen, E drücken auf diesen Knopf. Und das wird euch nochmal richtig viel XP geben, dadurch, dass ihr da drauf drückt. Wie ihr seht, bin ich bei 250.000 XP und ich bin immer noch nicht fertig. Und der nächste Glitch wird in dieser Ecke sein. Ich glaube, das ist jetzt sogar der letzte. Also geht jetzt einfach mal hier hin und jetzt geht ihr einmal, ich glaube, dreimal bis nach rechts. Okay, also 3 Boden bis nach rechts und dann drückt ihr jetzt E auf diesen Knopf. Und wenn ihr das macht, wie ihr seht, kriegt ihr jetzt nochmal richtig viel XP. Und ich habe fast die 300.000 Marke erreicht. Also wie ich euch gesagt habe, kriegt man dadurch ziemlich viel XP. Und was ihr jetzt als nächstes machen könnt, ist ziemlich einfach. Ihr könnt einfach diese Karte jetzt neu starten. Wie gesagt, ich würde euch wirklich an Herzen legen, das auf Favorit zu setzen und dann auf Recommend zu drücken. Oder das müsst ihr nicht unbedingt, aber ja, auf jeden Fall. Was ihr jetzt machen könnt, ist einmal die Map neu starten und das Neustarten halt, bis ihr irgendwie 400.000 insgesamt habt. Und wenn ihr das insgesamt habt, dann könnt ihr aufhören und irgendwie Aufgaben machen oder so. Oder ihr könnt einfach komplett aufhören mit XP versuchen zu kriegen. Denn das ist eigentlich der ganze Glitch jetzt, okay? Also das habe ich for real so die ganze Season gemacht. Und dadurch bin ich Level 1001 geworden, was ziemlich krass ist. Also ja, also ich habe natürlich auch Aufgaben gemacht, aber das hier ist so die Hauptding, wo ich am meisten XP bekommen habe.
Abonniert auf jeden Fall rein, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Über Fortnite generell, über alles eigentlich. Ja, das war's, Leute, und ciao.